Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Und zwar wollte ich euch heute meine violette Ecke zeigen und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich schon mal an. Hier haben wir nun das erste Kästchen und zwar ist in diesem Kasten einmal meine ganze Bastelsachensammlung drinne. Zum Beispiel hier wie diese violette Pappteller oder aber auch wie meine Washi-Tape-Box. Hierzu gibt es allerdings schon ein extra Video, da es viel zu lange dauern würde, das alles in diesem Video zu zeigen. Und ich würde sagen, wir gehen dann einfach zur nächsten Box. Hier haben wir dann auch schon die nächste Box. Und zwar haben wir hier einmal diese Schultüte drinne. Hier waren einmal ein Stift, Lineal und Radiergummis drin. Und die sind allerdings schon aus der Schultüte rausgenommen worden. Dann haben wir hier einmal eine Fotogirlande. Wandtattoos aus der zweiten Staffel. Und noch ein paar Klamotten, und zwar einmal so ein pinkes Kleid, das sieht so ähnlich aus wie ein Kleid aus Violetta. Dann haben wir hier einmal meinen Violetta Pullover, der sieht so aus. Einmal das Top vom Teenie-Konzert in Pink. Dann haben wir hier noch einmal das weiße T-Shirt vom Teenie-Konzert. Und einmal das Heft vom Teenie-Konzert, das sieht so aus. Natürlich haben wir hier auch noch lauter Taschen drin, und zwar einmal diese Tasche aus einer Zeitschrift. Dann haben wir hier einen Kulturbeutel drin. Und einmal diesen Kulturbeutel. Eine kleine Violetta-Tasche aus der ersten Staffel. Und einmal diese violette Strandmatte. Dann haben wir hier noch einmal diese ganzen kleinen Disney-Überraschungseier drinne. Ein paar Fotokarten. Dann noch einmal eine Kosmetikkarte. Und noch eine Fotokarte. Und zu guter Letzt haben wir hier nochmal ein Ei. Und einmal die violette Decke. Sowie das violette Handtuch. An der Seite von dem Schrank haben wir dann noch einmal zwei Geschenkpapierrollen. Einmal in Pink mit Violette aus der zweiten Staffel. Und das Ganze haben wir dann auch noch einmal hier in Blau. Kommen wir nun zur zweiten Etage. Und zwar haben wir hier wieder ein paar Bastelsachen. Unter anderem haben wir dann hier auch noch einmal diese violette Federtasche. Dann haben wir hier einmal violette Stifte. Darunter haben wir auch noch einmal Dinosaurierstifte und in der Box darunter sind selbstgemachte Karten sowie die Schüttelkarten. Dann haben wir hier vorne einmal eine Fimo-Figur und einen Fimo-Schneemann. Und an der Seite haben wir hier einmal das Violetta-Spiel, verschiedene Pappen. Und dann hier vor haben wir einmal ein Violetta-Flipbook. Das sieht einmal so aus. Hinter dem violetta Flipbook haben wir dann noch einmal den Sticker Collector. Der ist allerdings schon etwas kaputt. Und dann links haben wir hier einmal wieder zwei Flipbooks oben. Einmal dieses hier und das hier. Und darunter haben wir noch eine Menge Bilder. So wie davor noch ein paar Glitzersteine, Perlen und anderes, wie zum Beispiel Glitzerstifte. Auf der linken Seite haben wir dann wieder ein paar Violetta-Sachen. Und zwar haben wir hier als erstes einmal dieses Violetta-Nintendo-Spiel. Dann haben wir hier hinter einmal so Zauberwaschlappen, einmal mit Anna und Elsa. Dann haben wir hier einen mit Olaf und einmal einen mit Dori und Nemo. Dahinter haben wir dann einmal diesen Violetta-Becher mit Violetta aus der zweiten Staffel. Der sieht einmal so aus. Dann haben wir daneben einmal ein Violetta-Dio aus der ersten Staffel.
Und dahinter haben wir einmal dieses Violetta Beauty Set. Da ist einmal so ein Parfüm bei und ein Deo. Und dann machen wir hier gleich weiter mit dem Violetta Wecker. Das hier ist jetzt nur die Verpackung, da ich den in einem anderen Fach stehen habe. Dann haben wir hier einmal ein Violetta Armband aus einer Zeitschrift. Sowie diesen Violetta Schlüsselanhänger aus einer Zeitschrift. Hierneben haben wir dann einmal zwei von diesen Violetta Armbändern aus der dritten Staffel. Die sehen einmal so aus. Dann haben wir hier einmal dieses kleine Vlog mit Violetta aus der ersten Staffel drauf. Hierhinter haben wir dann noch einmal zwei Violetta Tattoo-Verpackungen. Einmal diese zwei kleinen Täschchen, einmal ein Portemonnaie und so eine kleine Tasche hier. Daneben haben wir dann noch einmal ein Violetta Notizbuch. Das sieht einmal so aus. Und dann haben wir hier vorne noch einmal zwei Violetta Dosen aus der zweiten Staffel. Die sehen einmal so aus. In der einen Dose sind Radiergummis und in der anderen Kugelschreiber. In der dritten Etage habe ich dann hier einmal meine ganzen Violetta Sammelhefte und einmal dieses Türschild hier von Violetta aus der zweiten Staffel. Dann habe ich hier meine Violetta Digitalcards, Violetta Kosmetikkarten und dann habe ich hier noch mehr Violetta Kosmetikkarten. Und darunter habe ich einmal diese ganzen Anhänger von den Violetta Kosmetikkarten. Hier habe ich dann auch noch einmal so ein Zoom Zoom Sammelheft. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich schon mal in der Ecke hier an. Hier habe ich zweimal dieses Violetta Fotokartenheft. Das sieht einmal so aus. Dann habe ich hier einmal das Heft aus der ersten Staffel. Dann haben wir hier einmal das Sammelheft aus der zweiten Staffel, die Sammelmappe aus der dritten Staffel und zweimal die Sammelmappe vom Teenie-Film. Daneben habe ich dann einmal diesen Ordner hier, der sieht so aus und hier sind ganz viele Bastelpapiere drin. Hierhinter habe ich dann einmal das Stickalbum aus der zweiten Staffel. Dann habe ich hier vor noch einmal versteckt das Stickeralbum aus der ersten Staffel. Dahinter habe ich dann das Stickeralbum aus der dritten Staffel. Und zu guter Letzt das Stickeralbum vom Teenie-Film. Dann habe ich hier einmal so ein paar Hefte. Und zwar Mode und Musik. Dann haben wir hier einmal Mode und Accessoires. Meine Beauty-Tipps und dann haben wir hier nochmal meine Modetipps. Hier hinter habe ich dann noch einmal dieses kleine Heft hier. Das sieht so aus. Und dann noch einmal so ein Sticker-Heft. Und einmal meine beiden Violetta-Kalender von 2018 und 2016. Und in dieser großen Box hier habe ich meine ganzen Violetta-Zeitschriften. Auf der anderen Seite haben wir noch ein paar Violetta-Kleinigkeiten. Und zwar haben wir hier als erstes einmal diesen Stiftbehälter. Hier haben wir einmal diesen Violetta-Stift drin. Der sieht einmal so aus. Dann haben wir hier noch einmal diesen Violetta-Füller drin. Der ist leider schon kaputt. Und dann haben wir dort noch einen Füller und diesen selbstgebastelten Violetta-Stift drin. Daneben haben wir hier einmal eine Mickey-Maus-Kette. Die sieht einmal so aus. Dann haben wir dort drei Violetta-Ketten. Einmal diese hier. Dann haben wir noch einmal diese Violetta-Kette hier. Und zum Schluss haben wir hier nochmal eine bunte Violetta-Kette. Die sieht einmal so aus. Dann haben wir hier noch einmal zwei Violetta-Shampoos, einmal eins aus der dritten Staffel und dann noch einmal eins aus der dritten Staffel. Das sieht einmal so aus. Dahinter haben wir dann noch einmal zwei von diesen Produkten und dort hinter haben wir noch einmal
einen Stecker für den Wecker. Und ganz da hinten haben wir dann noch einmal ein violetter Body Spray aus der ersten Staffel. Dann haben wir hier wieder noch einmal den gleichen Ordner wie im anderen Fach. Und einmal zwei von diesen Dosen hier, einmal mit Ludmila. Und dann haben wir hier noch einmal diese Dose hier mit Violetta drauf. Dahinter haben wir noch einmal diese kleine Schatztruhe und da sind einfach nur so Kleinigkeiten aus den Violetta-Zeitschriften drinne. Jetzt sind wir auch schon beim letzten Stockwerk angekommen und ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal mit links an. Und zwar habe ich hier als erstes einmal diese Zoom Zoom Pappe aus der dritten Staffel. Dann habe ich hier einmal meine neueste Zeitschrift mit Teenie. Daneben habe ich dann zweimal dieses violette Tagebuch hier. Und davor habe ich dann mein selbst gebasteltes violetter Songheft. Ich habe hier jetzt nicht alle selbst gebastelten Bücher drin stehen, da es sonst viel zu voll wäre. Und dann habe ich hier zweimal dieses violette Notizbuch hier. Das hat von innen pinke Seiten mit Violetta aus der dritten Staffel drauf. Daneben habe ich dann einmal meine Zoom Zoom Box und dort hinter habe ich dann einmal zwei Bilder von Teenie. Und hier habe ich wieder eine selbst gebastelte Dose und zwar einmal mit Violetta und Leon aus dem Teenie-Film. Und auf der anderen Seite habe ich meine ganzen Violetta-Bücher. Und zwar haben wir hier einmal ein Violetta-Konzertbuch, dann haben wir hier ein Violetta-Fotobuch, einmal hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen Band 2. Dann haben wir hier einmal ein Martina Stössel Buch. Das sieht einmal so aus. Dann haben wir hier einmal mein Tagebuch. Mein Tagebuch ein Jahr später. Und dann haben wir hier noch mein Tagebuch Freunde seit 3 Jahren. Hier haben wir dann noch einmal dieses Violetta Buch. Daneben haben wir noch einmal das Kochbuch mit Angie. Und dann haben wir hier noch einmal so ein kleines rotes Buch mit Violetta, Leon und Thomas. Und dann haben wir hier einmal die ganze Bücherreihe von Band 1 bis 8 auf Deutsch und von Band 9 bis 12 auf Spanisch. Und dort neben haben wir noch einmal die Bücher zum Film Teenie Violettas Zukunft, einmal auf Deutsch und einmal auf Spanisch. Und auf der anderen Seite habe ich einmal meine ganzen Violetta-DVDs und dort über habe ich dann noch meinen Violetta-Wecker. Und ganz links habe ich noch eine DVD. Das ist keine Violetta-DVD, sondern ein Film, in dem Clara mitspielt. Und rechts habe ich einmal meine ganzen Violetta-Musik-CDs, Hörspiele und nochmal zwei CDs, die nicht von Violetta sind, sondern wo halt Clara mitsingt. Und so sieht das Ganze von der anderen Seite aus. Und zwar haben wir hier einmal rechts ein Bild von Clara und Diego und ein Bild aus dem Film Teenie Violettas Zukunft. Und ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.